dann haben wir das geschafft. Und da kämpfst du um Wandertiere rein. Und hier unten sollen wir, wollte ich jeweils 4 Oberglocke reinmachen. Ich würde immer so gern aufteilen hier, also nicht wundern. So. Schaut besser aus, als wir alle auf einen Haufen, ne? Ich sage mal vorerst 4 Kevis, 4 Oberglocker. Das werden wir sicher noch erhöhen müssen, sonst wird sich das nicht ausgehen. Von der Geschwindigkeit her, schätze ich mal. So genau weiß ich das jetzt nicht, aber ich denke mal, dass das nicht reichen wird. Dann bauen wir hier 3-mal. Hier 3-mal. Und wir bräuchten Eisenpipes. Eigentlich hatte ich mal Eisenpipes, ne? Aber die sind irgendwie abhanden gekommen. Da brauchen wir wieder 1-mal. Ja, egal. Wenn die Eisenpipes abhanden gekommen sind, dann gehen wir nach Hause und holen uns welche. Ich gehe jetzt bewusst nach Hause, weil dann kann ich auch noch jeweils zwei zusätzliche Oberglocker holen. Für unsere Maschinen. Oberglocker 2, das heißt, pro Maschine heißt 6 Stück. Crafte du die mal, dabei mache ich mir Eisenpipes. So, weiß nicht, ich glaube so und in der Mitte war das Glas, ne? Oder umgedreht? Ne, passt. 8-mal. Ich bin mir sicher, wir hatten drüben welche, aber ich habe sie übersehen, aber egal. So, wir haben 2 Oberglocken. Mehr haben wir nicht, weil ihnen Gummi fehlt. Gummi bekommen wir, indem wir hier den Extraktor mal ausleeren. 1 Stack sollte ja vorerst reichen, oder? Ja, hat gereicht. 4, 5, 6, das passt. Das heißt, wir brauchen wieder Gummi. Ach du Jemine. Also da geht schon was an Ressourcen drauf, ne? Man sieht das. Aber dafür haben wir hier dann ein Spitzenlager bzw. Verarbeitungsstelle. Später dann, das werden wir nach und nach ihm aufbauen. Vorzeitig ist es nochmal Lager. Hier lagern wir zum Beispiel 4 Diamantchests. Werden hier Cobblestone gelagert, dann lagern wir hier 3 Diamantchests. Erde werden wir lagern und halt eben die ganzen Kupfersorten hier. Lead, Silber, Eisen und so, werden wir alles hier die Rohstoffe lagern und nach und nach dann verarbeiten lassen. In einem gewissen Zeitraum. So, hier kommt dann das Überflüssige rein. Gut. Jetzt gehen wir hier unten weitermachen. Zwar jeweils noch 2 Oberglocke rein. So. So. Und so. Ich hoffe, dass hier die Energieversorgung dann standhält, weil wir haben hier nur 32. Naja, doch, sollte passen. Gut, was habe ich noch mitgenommen? Iron. Ja, theoretisch könnten wir es ja mal testen. Wir schalten das einfach mal an. Zack, die Query. Hier müssen wir auch mal anschalten. Lassen das mal laufen und schauen mal, wie die Cobblestone hier rüber flitzen. Beziehungsweise will ich hier noch schauen, eine Golden Pipe noch mit einbinden. Damit das alles ein bisschen schneller hier geht. Der hier auch ankommt, dann hier in der Ecke noch alles. So. So, hier kommen schon die Items runter. Der zieht da schon raus. Natürlich muss er zuerst noch die Kiste hier voll machen. Also das kann ein bisschen dauern, aber in der Zwischenzeit bauen wir hier um, damit wir hier auch rausziehen können. Ah, okay, wir hätten hier schon Strom von den hier. Okay. Können wir gleich übernehmen. Wäre eigentlich gar nicht so schlecht, wenn wir einfach das anzapfen hier. Das braucht ja nicht durchgehend laufen. Und so. Und das heißt hier 3-mal die Wooden Pipe drauf. Und mit dem Hammer noch zurechtrichten. Schaut halt hier nicht so schön aus. Gefällt mir von außen gar nicht, aber kann man ja nicht alles haben. Ne? So. Da kommt hier Iron, Transport Pipe. Und links und rechts einfach eine Stone Pipe. Wenn wir noch hätten, haben wir nicht. So viele auf alle Fälle. Rauf. Stone haben wir sicher noch da was. Ja. Das war's. So. Eine Kiste noch, wo wir den ganzen Scrap lagern werden. Vorerst mal.
Hier und hier. Das heißt, alles, was da rauskommt, landet hier drin. Die nächste Frage ist, wie steuern wir das Ganze an hier? Das Ganze muss angesteuert auch noch werden. Wir könnten das hier unten hinsetzen, die Steuerung. Das wäre eine Möglichkeit, ja. Unten auf der Seite raus. Ja, das machen wir so. Vorerst mal natürlich. Wir müssen aufpassen, dass die Recycler nicht voll werden mit Crap. So, da kann man hier zu machen. Hier kann man offen lassen. Und hier müssen wir aufpassen. Da muss unbedingt der Block stehen. Das heißt, wir müssen hier eins weiter raus. Und die Frage ist, in welche Kiste lagern wir das jetzt? Am besten hier irgendwo rein, ne? Idealerweise wäre es ja gleich wieder zurück ins System. Das heißt, wir machen einfach hier runter. Zack, zack, dahin. Und dann genau hier hin, genau. Zack. Können das ja direkt oben wieder lagern. Oh. Ruhig. So. Eisenpipe, die schnappen wir hier rein. So, genau. Und können das dann direkt wieder in unser Lager transportieren lassen. So, das Eis nehme ich auf. Das ist wichtig. Der andere Schutt ist mir eigentlich relativ egal. So. Stonepipes. Zack. Das geht dann hier eins raus und darunter. Und dann hat sozusagen wieder direkt in unser Lager. Ach du Kacke, wieder hier rauspult, ne? So jede Menge. Und dann gucken wir hier nochmal, was wir hier reinschmeißen können. Dann nehmen wir hier noch ein paar Gold raus. Schmeißen wir doch die Erze rein. Das und das. Okay, dann müssen wir jetzt nochmal drehen, das habe ich ganz vergessen. Nein, in die andere Richtung. Ja, okay, der schickt das eh automatisch wieder zurück, das passt dann. Und ihr seht, das ist relativ langsam, deswegen werden wir hier gleich, wenn der hier rauskommt, da eine Golden Pipe hinbauen und eine irgendwo hier mittig so am Anfang der Runde raus. Da kommt eine hier noch hin und eine eventuell hier, dann passt das. Dann haben wir hier schon Scrap und wir müssen oben eine Kiste machen, wo Scrap reinkommt. Da können wir uns ruhig eine große machen. Hier haben wir nichts mehr frei. Hier die hintere wäre ich glaube noch frei, ne? Ja. Kommt hier nur Scrap rein, eine ganze Scrap-Kiste voll. Das werden wir auch brauchen. Also die Kiste kommt noch nach, das passt. Jetzt ist dann die Frage, ob die Recycler auch nachkommen. So. Ja, gleich wieder zumachen da. So. Da auch. Können wir eigentlich überall zumachen. Weil das haben wir angeschlossen. Genau. Wir können hier auch Glas rein tun, dann können wir sehen, wie die Items arbeiten, aber braucht man auch nicht unbedingt. So, dann haben wir das. Die Recycler arbeiten hier. Ja, die können wir schön nach, weil das ja doch aufgeht. Okay, da kommen wir noch runter, pullen nicht so schnell nach wie der Recycler, ne? Okay. Das heißt, wir haben hier schon Überflow, ja, weil der einfach nicht so schnell runter die Items runtergibt. Was natürlich dumm ist, das heißt, wir deaktivieren die kurz. Weil er nicht stackweise weitergibt, er gibt nur Items weiter.
Natürlich dumm. Das heißt, wir müssten die fast direkt an den Recycler anschließen. Ja, dann schließen wir es halt direkt an den Recycler an. Bringt eh nichts. Muss getan werden. Es muss getan werden, was getan werden muss. So, schalten wir hier mal kurz ab. Hier, so. Die restlichen Items hier können drin bleiben. Du kannst auch rein. Weil die Recycler an sich arbeiten schnell genug. Na, das Weitergeben dauert zu lange. Man hier sieht, so, das kann man alles rausmachen. Und dann gleich wieder die Kiste reinschmeißen, da kann er später dran arbeiten. So. So. Und du hier rein. Dann kommen hier die ganzen Hopper wieder weg. Idee war da. Leider Umsetzung hat nicht so funktioniert. Na komm raus hier. Ich verstehe nicht, warum das zu langsam ist, aber ist leider so. Das heißt, du kommst auch weg, du auch, du auch, du auch. Und die Diamantpipes kommen dann direkt auf die Maschinen rauf. Zack, zack. Und dann können wir dich hier auch wegmachen und okay, da war noch relativ viel drin. Können die hier hinstellen. Und dann Stonepipe dahin und dahin. Und jetzt bräuchten wir eigentlich hier, ja wollen wir ein bisschen sagen, weil sonst teilt er das ja auf. Nach schwarz. Dann nach schwarz. Und nach schwarz. Ah, der hat schon voll hier. Oh. Da müssen wir aufpassen. Müssen wir sorgfältig damit umgehen, weil der ja ziemlich schnell voll ist, wie man sieht. Ja. Tun wir hier rein. Dann werden wir das gleich schnell erledigen, damit das halt eine längere Folge oder ich schneide die einfach in zwei Teile. Mal gucken. Wie lange die jetzt wirklich wird. Lalala. Schalter bauen wir mal. Ne, wir gehen nach Hause. Organisieren uns gleich mal ein Bett hier, dass wir auch genügend Strom haben. Danach müssen wir gucken, dass wir ein Timer uns organisieren, damit er das immer rauszieht. Also, Timer haben wir noch 11 Stück, das passt. Und wir brauchen, was habe ich jetzt gesagt? Warum bin ich jetzt hingekommen? Genau. Hallo. Darum. Das wollte ich noch haben. Damit wir das auch ansteuern können, der ganze Sachlage hier. So. Zack. Na, komm runter. Wie ist du? Zack. Ja, das war jetzt auch dumm. Ein Repeater wäre noch gut. Oder ein Toggle-Latch. Ich glaube, Toggle-Latch wäre fast besser, ne? Falls wir es haben. Glaube, Toggle-Latch. Ach, Menno. Toggle-Latch. Nee, haben wir nicht. Ein Repeater vielleicht irgendwie was, sowas in der Art da. Repeater haben wir da, okay. Den Repeater haben wir auch. Ich nehme mal bei, damit ich weiß jetzt nicht wirklich, mit welchen das eher funktioniert. Deswegen. Einfach beide mitnehmen, dann mit irgendeinem von den zwei funktioniert es mit Sicherheit. So. Dann haben wir hier ein Kabel zu legen. So, das passt. Das sollte connecten. Hier runter, hier runter. Dann kommt hier der Repeater hin. Und mal einfach der Timer und mal gucken, was er macht. Timer stellen wir auf 5 Sekunden, den etwas länger. Und der macht nix. Dann der. Mal gucken, ob der einfach das Signal wirklich verlängert oder nur einmal.
Ein Tick länger. Eins, zwei, dreimal hoch oder so. Okay, hier muss ich wieder natürlich umschalten, damit der hier nicht. So, damit da auch alles rausgeht. Und den Timer können wir auf 10 Sekunden stellen vorerst mal. Dann zieht er das auch wirklich alles schön raus. Und die Körbe können wir wieder aktivieren, dann kann der hier wieder wursteln. So. Vollgas aussortieren, die ganzen Cobblestone. Die dann jetzt alle in den Recycler wandern müssten. Und das Scrap müsste hier dann auch aufkommen. Stein, Scrap, ja, passt. Zack, zack, zack. Stein geht hier hin. Okay, wir bekommen eindeutig mehr, als wir hier verarbeiten können. Aber es liegt ja daran, weil wir einfach keinen Speicher haben, ne? Heißt, wir brauchen ja unbedingt Speicher. Da können wir am besten, ja, Relays nehmen. Relay. Aber ich weiß nicht, kann man die Relay mit den Pipes da befüllen? Das ist halt die nächste Frage. So wird das doch etwas mehr werden, als wir erwartet. Ich dachte, mit drei Recycler schafft man das. Aber nicht so ganz recht, ne? Problem ist auch, dass da immer stackweise kommen. Gute Frage, nächste Frage. Okay. Die Kiste wird dann natürlich schnell voll werden. Ja, schalten bitte Query mal wieder aus. Wir müssen da erst noch eine Lösung finden dafür. So, das lädt sich, das passt. Dann gehen wir mal Relays craften. Da brauchen wir dann drei Stück. Aber ich weiß wirklich nicht, ob das mit dem funktionieren würde. Das ist auch noch so eine No Risk No Fun Sache. Relay. Liquid Relay, ne, den Relay brauchen wir. Transposer, haben wir da irgendwas? Schauen wir mal, ob wir Relay haben. Nicht. Transposer haben wir auch nicht. Pisten links und rechts das. Pisten. So, links und rechts Holz. Und oben und unten waren Cobblestone und ein Redstone. Koppel. Und Redstone, ne? Redstone. Machen wir mal 6 Stück, vielleicht machen wir doch mehr als wir erwartet. Dann haben wir einen Buffer, okay, Eisenbar. Iron Bar, haben wir da noch was? 4 Stück, das heißt, wir brauchen da noch was. So, kostet ja nichts außer Eisen. War das? Da war Holz. Okay, komisch. Komisches Rezept. Was das auf sich hat, aber egal. Auch 6 Stück. Dann das dahin. Holz. Und unten war ich glaube Cobblestone, oder? Genau, links, rechts Cobblestone. Kobbel und in der Mitte war das rote da, Red irgendwas. Ich glaube, das haben wir sogar noch.
So. 6-mal Relay. Jetzt ist die Frage, wenn ich den hier platziere und das daneben. Ja, das ist connected. Ich hoffe jetzt nur, dass der auch da rein connected. Ich hoffe es wirklich, dass das so funktioniert, weil ich glaube, der Relay, da geht es deckweise ab. Das hat mir natürlich dann Vorteile. Naja, was wir noch aufpassen, müssen wir hier noch Chunkloader hinmachen, damit das auch offline arbeitet. So, dann nochmal aufs Neue. Wieder alles weg. Und hier kommt dann vorerst mal so. Du hier hin. Damit ich die Wheele von da unten. Zack. Achso, nee, die müssen ja von oben. Okay, passt. Da oben ist der Eingang. Gut. Das heißt, so und so. Genau. So müssen die platziert werden. Drei. Ja, eigentlich sollten drei reichen. Wir sollen es ja nicht übertreiben, weil sonst haben wir wieder zu viel. Aber ich denke, das wird so klappen. Ich hoffe es wirklich, dass es so klappt. So, Cobblestone nach schwarz. Wenn wir Cobblestone hätten, könnte ich ihn nach schwarz machen. Haben wir nicht. Deswegen klauen wir uns da oben einen raus. So. Cobblestone schwarz. Du auch schwarz. Du bist auch ein Schwarzer. Und eine Overflow Chest haben wir auch noch. Die behalten wir bei. Dann können wir später mal sagen. Na okay, das darf ich nicht. Ja doch, das geht. Können wir später mal sagen, wenn die Kiste voll ist, dann soll er gefälligst beenden die ganze Sachlage hier. So. Hier nochmal rein da, zack, zack. Und schau mal, ob das jetzt funktioniert. Ob der es wirklich in der Relay spuckt oder woanders denn. Genau, alles in der Relay. Und der Relay pullt das automatisch nach unten und hat hier einen internen Speicher. Wie gesagt, da können wir Notfälle. Machen wir noch eine Reihe Wheele auf. Also das ist so eine Sache. Ne? Ich bin da noch am überlegen, ob das wirklich nötig wäre. Schalte mal die Körbe ein. Wenn es nicht nötig ist, dann würde ich das sparen. Sonst machen wir halt einfach noch eine Reihe rauf. Gecraftet haben wir es ja extra deswegen. Damit wir einfach mehr haben. So. Inventar wird auch immer voller statt leerer. So, da ist noch was zu tun. Ja, das können wir eigentlich auch. So, dann nochmal drei. So, jetzt kommt schon von der Querbe die Sachen. Da sollten wir jetzt nicht zwischenfunken, weil das ist so ausbalanciert, dass das genau sich ausgeht mit den zwei hier. Von der Stromversorgung her. Ja, es ist noch gerade im grünen Bereich und das in der Nacht. Das passt auch. Wir haben da, kann man eh mehr Strom dann. Okay, hier wird aber auch nichts verwendet, ne? Gut, und dann haben wir hier eine schöne Produktionsanlage. Ich hoffe, dass das die Wheel-Anzahl reichen wird. Bin echt mal gespannt. Naja, okay, doch. So, jetzt geht der nächsten. Ja, ja. Mal gucken, was er so macht, wenn jetzt noch eine nächste Reihe kommt von den Items. Sich dann das wirklich ausgeht oder nicht. Kommt hier schon neue Partie? Ne, ist nicht mal die alte, okay. Das heißt, der Wheeler ist voll und der ist angebraucht. 1,5 pro. Ja, okay, jetzt kommt die nächste Partie. Das könnte knapp werden. Sehr knapp könnte das werden. Das heißt, er schafft es nicht, weniger zu machen. Ja, okay, das ist auch viel, ne? Das ist Massen an Cobblestone. Massen, ehrlich. Man müsste da einfach längere Pausen zwischen den einzelnen. Oder man müsste das hier wirklich besser aufteilen. Weil der dritte hat jetzt gar nichts zu tun, ne?
man hier sagt, so du raus und du raus. Das heißt, er teilt das schön 1 zu 1 auf. Da bekommt der Liste auch was zu tun. So wäre das natürlich auch eine Möglichkeit. Dann hat er auch zu tun und kann mithelfen. Dann arbeiten alle drei wirklich Vollgas hier. So, nehmen wir hier gleich noch ein bisschen raus und tun es hier rein. Der hat nichts zu tun da. Müssten wir das aber auch anders gestalten hier. Und zwar so. Beziehungsweise so. Dann teilt er das wirklich schön auf hier. Sollte in jeden gleich viel reinkommen. Die Frage ist nur, was macht er, wenn jetzt alle voll sind? Natürlich dann die Frage. Was macht er, wenn jetzt alle drei voll sind? Na egal, ich werde das jetzt offline ein bisschen beobachten hier, die ganze Sachlage. Und wir sehen uns dann wieder in der nächsten Folge. Bis dahin, ciao Leute und viel Spaß. Macht's gut, ich hoffe, das gefällt euch. In der nächsten Folge, wenn ich das fertiggestellt habe, gibt es einen Map-Download, versprochen. Dieser Folge noch nicht, weil ich das erst beobachten muss, nicht, dass da alles übergeht. Und wir sehen uns. Also, ciao Leute, bis dann.